Guten Morgen. Heute möchte ich euch etwas über die Muskulatur und ihre Veränderung im Laufe des Lebens und die Bedeutung von ausreichend Bewegung in unserem Alltag näherbringen. Ende der 20er Jahre und mit Beginn des 30. Lebensjahres hat der Mensch den Höhepunkt an Kraft und an körperlicher Vitalität erreicht. Danach verliert die Muskulatur stetig an Kraft. Die Muskelfasern nehmen ja an Dicke ab. Aber man kann diesen Effekt entgegenwirken, wenn man bis zum 30. Lebensjahr quasi nichts tun musste, um die Muskulatur anwachsen, ist es ab dem 30. Lebensjahr so, dass es ja, dass man, wenn man nichts tut, dass sie quasi wieder schrumpfen. Ohne Muskeltraining verlieren wir ab dem 30. Lebensjahr pro Jahrzehnt ca. 3 Kilo an Muskelmasse, die in kraftloses Fettgewebe umgewandelt werden. Da Fett leichter als Muskeln sind, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ihr zunehmt. Aber eure Muskeln werden eben dünner, die Muskelfasern. Auch wenn das Gewicht stabil bleibt, also nehmt nicht die Waage als Indikator dafür, dass ihr euch ja eigentlich ganz gesund und vital gehalten habt, weil ihr das Gewicht haltet. Ne? Weiterhin, auch der Grundumsatz der Energie, die man verbraucht, der wird auch geringer. Und auch die Blutfettwerte, die Cholesterin- und die Triglycerinwerte, die steigen an, zusammen mit einer ungesunden tierischen Ernährung, wenn sie denn auf tierischen Produkten basiert, steigt damit eben auch das Risiko auf Herzinfarkt und Schlaganfall und das mit jedem Jahr. Daher muss man frühzeitig, wenn man den entgegenwirken möchte, und ich glaube, das wollen wir alle, regelmäßiges Ausdauertraining in seinen Alltag integrieren. Wobei man eine Sache unbedingt mal ansprechen muss. Training erzeugt keine neuen Muskeln. Auch der Patrick Baboumian, der stärkste Mann der Welt, natürlich Veganer, hat genau dieselbe Anzahl von Muskeln bzw. Muskelfasern oder Bündeln wie wir auch. Ausnahme ist dann nur das Herz, da kommen wir auch später noch dazu. Die Dicke der Fasern und damit auch die von uns wahrgenommene Kraft, die kann man sehr wohl beeinflussen, aber nicht die Anzahl. Durch wiederholte Übungen und Belastung wird ja, das Hormon, also wird eine vermehrte Produktion eines Hormons angeregt, was ähnlich dem Testosteron eine aufbauende, also eine anabole Wirkung hat, sodass der Muskel bis hin zur individuellen Grenze natürlich immer weiter an Umfang gewinnen kann. Im Alterungsprozess kommt es dann ja, immer weiter dazu, dass die Größe diverser Körperzellen, auch die Leistungsfähigkeit immer mehr sinkt. Und ja, man kann diesen Prozess nicht komplett aufhalten, aber man kann ihn extrem verlangsamen. Das für die körperliche Gesundheit das wichtigste Organ, das ist aber das Herz. Ein gesundes Herz ist, wie schon erwähnt, auch nur Muskel, ein sogenannter Hohlmuskel. Durch regelmäßige Bewegung innerhalb eines Ausdauertrainings nimmt er konstant an Volumen zu und wird auch leistungsfähiger. Das bedeutet, der Ruhepuls sinkt zum Beispiel, das Herz kann ökonomischer arbeiten, der Blutdruck sinkt, die Elastizität der Gefäße verbessert sich, man regeneriert nach körperlicher Belastung viel, viel schneller und die Zahl der roten Blutkörperchen, die für den Sauerstofftransport innerhalb des Körpers verantwortlich sind, nimmt zu. Nehmen wir mal nur mal als plastisches Beispiel den Ruhepuls. Wenn man davon ausgeht, dass dein Herz 75 Mal, bis so ungefähr der Schnitt, in der Stunde schlägt, dann wären das ca. 100.000 Schläge am Tag und 40 Millionen Schläge in einem Jahr. Nach 70 Jahren hat das Herz dann 70 Milliarden Mal geschlagen, ohne körperliche Bewegung und einen entsprechenden Ruhepuls mit 75. Wenn du dich aber regelmäßig bewegst, ist es kein Problem, deinen Ruhepuls auf 55 Schläge zu reduzieren. Das bedeutet, das Herz muss im Jahr ca. 10 Millionen Schläge, ich hoffe, ich habe das alles richtig abgelesen, weniger machen. Die Schlussfolgerungen daraus, das möchte ich jedem selber überlassen, aber ich glaube, ihr wisst, wohin die Reise geht. So viel wie man sich auf die Ernährung stürzt und Bücher wälzt und ewig und 3 Tage auf die perfekte Ernährung fokussieren möchte, so wichtig wäre es 3 bis 4 Mal die Woche Ausdauersport zu machen. Und nicht nur weil das Herz ja, dann effektiv arbeiten kann und man dadurch wahrscheinlich wesentlich länger lebt, oh, jetzt habe ich doch gesagt, sondern auch weil in einem trainierten Körper die höhere Anzahl der roten Blutkörperchen dazu führt, dass der Körper mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff viel besser versorgt wird. Ich weise da nochmal auf mein Video zu aeroben und anaeroben Energiegewinnung durch Adenin-Triphosphat und der Rolle des eben Sauerstoffs innerhalb der Atmungskette hin. Das Video findet ihr oben in den Infokarten. Aber nicht nur die Muskeln. Auch die Gelenke sollten regelmäßig bewegt werden.
Und die entsprechende Gelenkschmiere innerhalb der Gelenkkapsel bleibt dadurch eben auch geschmeidig. Weiterhin ist eine trainierte Ausdauerlunge, so möchte ich es einfach mal sagen, als eine bessere Lunge, die trainiert ist, viel besser in der Lage, ruhiger und kräftiger und vor allem tiefer zu atmen. Da man ja auch im Sport, da wird man darauf konditioniert, ökonomisch mit der Atemluft umzugehen und ja eben entsprechend den Einatmen Vorgängen. Schwimmen ist da ein super Beispiel dafür. Da muss man schnell und tief einatmen und die Luft dann möglichst lange, um die lange zu nutzen. Und umso trainierter eine Lunge ist, umso mehr Kapazität hat sie dann natürlich auch. Und letztlich ist es natürlich das gesamte Wohlbefinden und damit auch einhergehend die Optik, die durch die Bewegung erhöht wird, also verbessert wird. Schlanke, trainierte Körper sind einfach für einen gesunden Geist attraktiver. Keine sehnigen Hungerlatten, das ist genauso ein individueller Fetisch wie auch das Schönheitsideal einer dicken Frau oder eines dicken Mannes. Diese entsprechen nicht der Natur und sind meiner persönlichen Erfahrung immer mit einer geistigen Krankheit assoziiert. Also jemanden als Partner zu wollen, der entweder besonders dünn oder besonders dick ist, was natürlich niemand wahrhaben will. Aber letztlich ist es nun mal so, dass wenn man explizit auf dicke oder dünne steht, ja, meiner Meinung nach nicht entsprechend der Natur agiert. Nur durchtrainierte und muskulöse Menschen sind wirklich natürlich schön. Alles andere ist pure Konditionierung durch die menschliche Gesellschaft oder eben ein kranker Geist. Dazu führt ein hoher Anteil an Bewegung auch dazu, dass man besser schlafen kann. Wenn man zum Beispiel, wie viele heutzutage, nicht körperlich schwer arbeitet, aber geistig sich belastet, dann entstehen Stresshormone, die eben nicht durch den vermehrten Sauerstoff, welcher durch Ausdauersport gebildet wird, innerhalb der Körperzellen abtransportiert werden kann. Wenn man sich körperlich belastet, dann stellt sich irgendwann die gesunde Müdigkeit danach ein und man kann dann natürlich einfach besser schlafen. Weiterhin ist durch zahlreiche empirische Studien belegt, dass das grundsätzliche Wohlbefinden, ohne dass man das genau beziffern kann, durch einen stetigen Ausdauersport wie Walken, Radfahren oder Laufen im Schnitt um ein Fünftel höher ist als bei bei Menschen, die sonst gleiche Lebensumstände haben. Was ist aber nun das richtige Maß an Sport? Wie viel Bewegung und wie viel Ausdauersport wird allgemein als optimal betrachtet? Nach meinen Recherchen über die Jahre würde ich sagen, ist so ein Konsens über 3 bis 4 Mal die Woche mindestens 30 Minuten und auch wirklich ins Schwitzen kommen an Ausdauersport ideal. Aber macht nicht den Fehler, für den ich immer noch büßen muss mit meinem Muskelbündelriss vorigen Jahres, fangt nicht zu heftig an. Auch wenn man am Anfang die Motivation natürlich groß ist. Macht kleine Schritte und lasst eure Muskulatur die Zeit, sich langsam an die neuen Belastungen zu gewöhnen, gerade wenn ihr wie ich schon die 30 überschritten habt und auf dem absteigenden Ast seid. Dann sitzt ihr dann monatelang da und könnt keinen Ausdauersport machen und dann tritt nämlich genau dann der gegenteilige Effekt ein, dass man durchaus anfällig ist für trübselige oder sogar depressive Gedanken, was das angeht. Also geht raus und fangt kleine Strecken an zu laufen, auf keinen Fall direkt anfangen mit Jogging, wenn ihr untrainiert seid. Sondern erstmal Walking oder fahrt ein bisschen mit dem Fahrrad. Aber auch da aufpassen, nicht wie Jamaluddin Abdushaparov aus dem Sattel gehen, sondern langsam und stetig die Leistung steigern. Es gibt genau wie bei der gesunden Ernährung nichts Negatives, was gegen eine erhöhte Bewegung spricht innerhalb eines Ausdauertrainings, was ihr wöchentlich macht, sondern nur positive Fakten. Und wenn jemand, der hin und wieder ein Stück Fleisch isst, sonst sag ich mal, vegan lebt und aber sich ausreichend bewegt und Ausdauersport macht, dann lebt er mit Sicherheit gesünder als jeder Vegan- oder Rohköstler, der nicht regelmäßig ins Schwitzen kommt. Es ist immer die Summe der Taten, die eine gesunde Lebensweise ausmacht und nicht nur einzelne Fakten, die man sich dann rauspickt, die man vielleicht selber ganz gut kann. Ne? Gesunder Geist durch Toleranz und Nächstenliebe, ausreichend Bewegung mit frischer Luft und ausreichend Sonne und eine pflanzliche Ernährung mit einem hohen Anteil an rohen, unverarbeiteten Lebensmitteln, das wäre das Ideal. Also eine rogane Lebensweise, das ist für mich persönlich wirklich das Perfekte. Ganzheitlich ohne das Streben nach dem Perfektionismus, das kommt natürlich dazu, und der Beachtung individueller Faktoren, das muss man auch dazu sagen, und ja, dann ist das Ideale. Ich hoffe, ich konnte euch einen dieser Faktoren, nämlich die Bewegung, heute euch etwas näher bringen und euch motivieren, mal rauszugehen und anfangen, ja, wirklich dauerhaft einen gesunden Lebensstil zu forcieren. Wer noch
genaueres wissen möchte, warum ich Roganer bin und was Roganer bedeutet, da schaut sich einfach dieses Video hier an. Und ja, ich wünsche euch dann einfach einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder. Und wenn alles klappt, so wie ich mir das vorstelle, dann gibt es morgen ein richtig tolles Video. Von der Qualität nicht so, aber von der Idee. Und zwar die Fruchtleder-Challenge von Max und seinem Gartenkanal. Was das genau ist, das könnt ihr bei irgendeinem Let's Talk von vor ein paar Wochen euch reinziehen oder einfach morgen einschalten für die tägliche Dosis Rogan. Und ja, und dann werdet ihr wissen, was das bedeutet, nämlich diese Fruchtleder-Challenge. Aber ich könnte, wenn ich wollte, euch jetzt, aber ich möchte nicht. Also dann, wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.